B1.5. Unter den Dreiecken A und B entzehen gibt es das rechtwinklige Dreieck A3, B3, C3 mit der Hypotenuse A3, C3. Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten des Punktes B3. Der Hintergrund, so die Vorüberlegung ist, sobald ich das x rausbekomme, für welches x das der Fall ist, kann ich einfach die Koordinaten von B3 einsetzen und ausrechnen. Also Ziel ist es, das x herauszufinden. Schauen wir uns erstmal in der Zeichnung an, wie kann es dann eigentlich drin liegen. Hier ist unsere Zeichnung. So, jetzt heißt es bei was war es? A3, C3 ist die Hypotenuse. Also Hypotenuse bedeutet längste Seite im Dreieck. Das bedeutet, dass bei Punkt B dann automatisch der rechte Winkel liegen muss. Ja, also mal grob reinskizziert, sieht es dann vielleicht ungefähr so aus. Ja, stimmt natürlich nicht, weil der Punkt C ist jetzt zu weit am Punkt A heran. Aber so ungefähr kann man sich's vorstellen. Gut, was ist jetzt an diesem Ding besonders? Ja, jetzt müssen wir irgendwie eine Verbindung zusammenfinden, von der man sagen könnte, an dieser Stelle passiert das, deswegen kann ich das berechnen. Über Punkt A können wir nichts aussagen, der liegt halt auf der Parabel P2. Über Punkt B können wir eigentlich auch nichts aussagen, der liegt halt auf der Parabel P1. Über den Punkt C, bei dem passiert jetzt ja was Besonderes. Man sieht es ja vielleicht beim A1, B1, C1. Da liegt er irgendwo zwischendrin. Bei A2, B2, C2 liegt er irgendwo hier oben. Wenn er jetzt aber hier einen rechten Winkel bildet, ja, dann hat dieser Punkt C3, heißt er im Prinzip, die gleiche Y-Koordinate, der liegt auf der gleichen Höhe. Das heißt, er hat die gleiche Y-Koordinate wie der Punkt B3. Und das ist im Prinzip schon der Trick dahinter. Ich benutze die allgemeine Koordinate von bn, setze sie gleich mit der Koordinate von cn, löse das x dann entsprechend auf und kann das dann den Punkt b3 berechnen. Ja, also nochmal, dadurch, dass hier ein rechter Winkel entsteht, hat der Punkt c3 den gleichen y-Wert wie der Punkt b3. Deswegen nehmen wir die allgemeinen abhängigen Punkte bn, cn, setzen die gleich und das ist genau dann der Fall, wenn x dann blablabla bla bla ist. So, ja, kann ich das stehen lassen, braucht man nicht mehr. Also, wir gehen zur Rechnung. Das ist dann der Fall, wenn gilt, y von bn ist gleich y von cn. Y von bn kennen wir, die steht ja auch oben. Hier 0,5x², blablabla. Bla. Also 0,5x² minus 0,5x plus 1,125 ist gleich y von cn. Ja, Überraschung, haben wir ja gerade ausgerechnet in der Aufgabe drüber. 0,5x plus 1,875. Ach Quatsch, das war die A und B. Zwei Aufgaben drüber, da steht sie. Die müssen wir nehmen. x² plus 2x plus 5, das ist die richtige. So, jawohl. Wir haben wieder hier eine Gleichung, die man lösen kann. Calc Intersection eingeben, ausrechnen lassen. Solver benutzen, ausrechnen lassen geht auch. Wenn man es von Hand lösen möchte, geht es wie folgt. Ich ziehe zuerst die 0,5x² ab und dann merkt man, die fällt auch schon sofort wieder raus. Ist gleich 2x plus 5. Jetzt habe ich wieder eine lineare Gleichung, die ich nach x auflösen kann. Wie rum mache ich es? Ich will diesmal die x auf der rechten Seite sammeln. Dann habe ich hier 2,5x. Und halt hier fehlt noch minus 5. Ich sammle die Zahl ohne x auf der linken Seite. Und 1,125 minus 5 sind minus 3,875. So, dann muss ich durch die Zahl vom x teilen. Und dann kommt für x raus, das habe ich jetzt gerade ausgerechnet, 3,875 durch 2,5 sind 1,55. Brauche ich auch nichts runden, passt. Also für x gleich 1,55 gibt es dieses rechtwinklige Dreieck. Wir sind noch nicht fertig, weil wir brauchen noch die Koordinaten von B3. Also nehmen wir den Punkt Bn mit x und y-Koordinate haben wir hier schon stehen, 0,5x² minus 0,5x plus 1,125, sonst oben einfach nochmal nachschauen, und setzen jetzt für x die 1,55 ein. Also B3 hat dann 1,55, 0,5 mal, ja, brauche ich keine Klammer,
Habe ich ein bisschen Minus verschlampert. Das darf natürlich nicht sein. So, jetzt passt's. Minus 1,55, deswegen minus 1,55 in Klammern zum Quadrat, brauche ich es doch. Dann haben wir minus 0,5 mal minus 1,55 und nach hinten dran plus 1,125. Jawohl. So, die y-Koordinate noch vereinfachen. Die x-Koordinate bleibt einfach stehen. Und da kommt dann raus eine y-Koordinate von 3,10. So, wer möchte, man kann es natürlich noch in der Zeichnung überprüfen. Von minus 1,5. Minus 1,5 ist, ja, haben wir es eigentlich vorhin, 1,55, also knapp daneben. Ja, ein bisschen weiter oben, so. Ja, dann kann man sich so vorstellen, dass dann hier die 2 drin liegen. Ja, ganz knapp. Das überlappt sich jetzt natürlich mit der Zeichnung. Ja. Gut. Rechnung passt. Punkt ist berechnet. Aufgabe fertig.